Hallo liebe Zuschauer, Sie haben es vielleicht schon erkannt. Wir stehen im Hoyerswerder Bahnhof. An meiner Seite Frank Hirche, diesmal nicht in seiner Funktion als Landtagsabgeordneter, sondern als Sprecher der Investorengruppe, die sich vom Prinzip her für die Wiederbelebung einsetzt. Herr Hirche, im November vergangenen Jahres wurde das Objekt ersteigert. Nun haben sicherlich viele gedacht, jetzt geht's los. Zu sehen ist aber mehr oder minder wenig. Woran hapert's? Ja, natürlich haben wir auch gedacht, es geht gleich los. Aber es gab verschiedene Faktoren, die das zurzeit verhindert haben. Wir sind aber auf dem Weg dazu, dass der Bahnhof im nächsten Jahr zum Leben erweckt wird. Welche Faktoren haben dann dagegen gesprochen, dass hier wirklich was passiert? Na, ich denke in allererster Linie erstmal die Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn, die sich sehr schleppend gestaltet. Es gab zum Beispiel solche Dinge, wir hatten hier einen Wasserzähler drin, der ausreichend war, um die halbe Stadt zu versorgen. Den mussten wir erstmal verändern, schon aufgrund der Kosten her. Wir haben mittlerweile die Heizungsanlage wieder in Betrieb genommen und wir sind jetzt dabei, die Elektrizität in den Bahnhof umzugestalten, um unsere eigene VBH zu unterstützen. Wie sieht es eigentlich aus? Sie sprachen davon, im nächsten Jahr soll es losgehen. Kann man denn schon sagen, was passiert hier? Also es wird ein Bahnhof sein, der für die Bevölkerung offen ist. Es wird aber auch geschlossene Bereiche geben. Im Wesentlichen wird der Bahnhof als Gesundheitsbahnhof umgebaut. Wir haben da einen Stand der Vermietung erreicht, der uns zuversichtlich machen lässt. Wir können heute sagen, dass der Bahnhof zu 80% vermietet ist. Gesundheitsbereich und Bahnhof klingt ja ein bisschen komisch. Ja, aber da sind wir nicht allein mit dieser Idee. Diese Idee gab es auch in anderen Städten. Wir selber haben uns gedacht, auch aufgrund der demografischen Entwicklung der Stadt Hoyerswerda, dass wir für unsere Bürger etwas tun wollen in diesem Bereich. Und ich denke, ein Gesundheitsbahnhof wäre das richtige Zeichen am richtigen Ort. Gesundheitsbahnhof, was kann ich mir darunter vorstellen? Fachgeschäfte oder wie läuft das? Zum Teil Fachgeschäfte, aber es wird im Wesentlichen darum gehen, die gesundheitliche Versorgung der Stadt Hoyerswerda weiter zu stabilisieren. Wie sieht es eigentlich aus? Sie sagten, der Bahnhof wird zum Teil offen sein. Das heißt, Schalterhalle kann wieder genutzt werden? Schalterhalle kann genutzt werden. Wir sind dabei, dies zu ermöglichen. Wir haben erste Gespräche dazu geführt. Es wird zum Beispiel auch wieder einen Imbiss im Bahnhof geben. Der Saal wird komplett der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Und auch auf dem Boden planen wir was. Aber da lassen Sie sich mal überraschen. Überraschung ist ja wohl immer das Stichwort. Wie sieht es eigentlich aus, wenn der Bahnhof wieder geöffnet wird? Kann ich dann hier auch wieder Tickets kaufen oder ist das noch so eher in der Schwebe? Das ist noch in der Schwebe, aber wir planen das. Wir planen zum Beispiel, dass es Möglichkeiten geben wird, neben der Ticketverkaufsstelle auch eine Verkaufsstelle vielleicht für die Lausitzhalle zu machen. Wir planen, dass Fernbusse hier wieder abfahren können. Und wir möchten natürlich auch, dass diejenigen, die mit dem Bus hier abfahren, eine Möglichkeit haben, sich unterzustellen und vielleicht auch mal eine Tasse Kaffee zu trinken. Wie sieht es eigentlich aus? Geplant war das ja mal als Bürgerbahnhof, dass sich auch die Menschen aus der Stadt hier finanziell engagieren. Verfolgt man das noch? Man verfolgt das noch. Ich hatte ja gesagt, es gibt eine Überraschung auf dem Boden. Da wollen wir das eventuell mit reinbringen. Und natürlich ist ja auch die Geschichte mit dem Saal dafür geeignet. Herr Hirche, ich danke Ihnen für den aktuellen Stand und wünsche noch einen angenehmen Tag. Und ich wünsche Ihnen das auch und wünsche allen frohe Weihnachten.